Bei der deutschen Locke ist es ganz wichtig, dass ihr zum einen ein gutes Tempo erwischt. 114 steht geschrieben, ist ein relativ flottes Marschtempo. Und ganz wichtig ist, dass ihr einen 6/8-Rhythmus fühlt, also ein 6/8-Timing habt und kein 2/4-Timing. Das könnt ihr gut zu Hause üben, indem ihr auch im Metronom mal die Triolen mitlaufen lasst und schaut, dass ihr mit dem Triolen immer im Tempo bleibt. Die beiden Feldschritte, Feldschritt 1 und 2, sind ganz wichtig für euch, weil die werdet ihr immer wieder mal brauchen bei euren Blasorchestern und Musikvereinen auf Umzügen. Darum ist es gut, dass ihr das auch bei der D1-Prüfung schon mal spielen könnt. Bei dem Feldschritt 1 ist es wichtig, dass ihr einen 2/4-Rhythmus fühlt. Bei dem Feldschritt 2 ist der Unterschied wie bei der Locke, dass ihr einen 6/8-Rhythmus fühlt. So könnt ihr das beides auch üben, beim Feldschritt 1 mit 16 im Metronom, beim Feldschritt 2 mit Triolen. Und genauso wie bei der Locke ist wichtig, dass ihr ein flottes deutsches Marschtempo, so Viertel 114, drauf habt, dann gehen die Feldschritte gut von der Hand.